Wir Briten waren schon immer vom tiefen Süden Amerikas fasziniert. Wir staunen, wie liberal die Ansichten der Menschen dort sind, im Vergleich zu unseren. Hast du das in den Lokalnachrichten über den Mann in der Innenstadt gehört? Er wurde angegriffen, nur weil er eine andere Hautfarbe hatte. Oh, wie furchtbar. Es gibt so viel Rassismus heutzutage. In deiner Zeit gab es aber auch viel Rassismus, Großmutter. Das glaubst du vielleicht, aber in Wirklichkeit waren die Leute ziemlich tolerant damals. Ich erinnere mich, dass in unserer Stadt ein schwarzer Mann lebte. Der war ein Prediger, ein Mann Gottes. Und er wollte Bürgermeister werden. Die älteren Leute waren in heller Aufregung. Wir werden niemals keinen Neger wählen, riefen sie. Aber er war ein beliebter Mann und er wurde Bürgermeister. Das ist ja wundervoll. Leider war er auch Jude, also mussten wir ihn erschießen.